Ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute kommt eine relativ späte Ausgabe, also zumindest für meine Verhältnisse, und zwar vom Oktober 95. Ich persönlich nehme das ja so ein bisschen zeitmäßig begrenzt bei meinem Kanal, so bis zu der Nintendo 64 Zeit ungefähr. Und das stand da ja quasi kurz bevor, aber da schauen wir einfach mal. Man sieht hier schon vom Cover her eindeutig, das Design hat sich schon da über die Jahre so ein bisschen geändert. Die ganze Aufmachung ist anders. Das Titelbild hat jetzt nicht das gesamte Bild hier. Hier haben wir hier so Zoom-In-Begriffe, First Look und so weiter. Also das ist schon ein bisschen so eher cooler auf Englisch und so weiter. Was sich sonst noch so verändert hat, werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Hauptthemen sind auf jeden Fall Super Mario World 2 Special und Tetris 2, Asterix und Obelix und Secret of Evermore. Herrlich, haben wir, denke ich mal, eine gute, solide Auswahl auf jeden Fall. Aber das ist natürlich gleich geblieben. Ne? Das ist so typisch 90er, quietschbunt in die Fresse, kann man schon fast sagen. Und da hatten sie wirklich mit diesen Wirbel hatten sie echt Spaß. Ne? Also gut, ist natürlich einigermaßen gut lesbar. Wobei hier mit dem Grünen, ich zeige euch das mal so ein bisschen näher dran, also da ging auf jeden Fall Style über Lesbarkeit. Man kann es natürlich einigermaßen gut lesen, aber da vielleicht so eine weiße Schrift oder sowas wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ja, mir ist übrigens schon aufgefallen, relativ dünne Ausgabe, 74 Seiten nur. Schauen wir mal, was sich da alles uns so bietet. Ja, hier haben wir natürlich hier prima Donald in Mario Mellert. Hieß es, glaube ich. Mir ist es gerade etwas entfallen. Super Spiel und hier Pinocchio. Wobei natürlich hier, also vom Screenshot. Guckt euch das mal an. Also gute Qualität auch, ist auch hier anders. Wobei Screenshots damals zu machen, das war ja gar nicht so einfach, weil man ja gar nicht so diese Programme dafür hatte und so weiter. Ja, hier haben so kurze Updates, quasi dass Diddy Kongs Quest sich anscheinend geändert hatte. Ha, okay. Das wusste ich auch noch nicht. T-Shirts, also hier ist so ein bisschen News-Seite auf jeden Fall. Neues vom Ultra 64. Ja, das angesprochene Nintendo 64 hieß ja damals noch Ultra 64. Das war da natürlich auch eine kleine Nachricht wert. Mal gucken. Bla 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 bla. Ach so, das ist einfach. Ah, okay, das ist hier quasi in der Tokio-Messe erstmals gezeigt wird, was es Tolles kann und so weiter. Wie gesagt, der Nintendo 64 ist leider nicht so mein Expertengebiet. Damals war ich schon so längst in Richtung PC-Gaming unterwegs und da hatte ich irgendwie mehr Wärme dran. Deswegen ist dieses System damals an mir komplett vorbeigegangen. Und ich bin der Meinung, dass sich dieses frühe 3D mit diesen extremen Nebeln und so weiter, sagen wir ehrlich, wenn ihr nicht damit selbst aufgewachsen seid, es ist einfach schlecht gealtert. Ist zumindest meine Meinung, aber hey. Gut, aber nicht schlecht gealtert. Ho, Mensch, Panda, Meister der Übergänge, würde ich sagen, ist Super Mario World 2 Yoshi's Island. Ja, Super Mario World ist natürlich ein richtig, richtig heftiger Klassiker. Gleich zu Start vom Super Nintendo mit einer der besten Plattformer für das System rausgehauen. Das muss man auch erstmal schaffen. Und dann standen die natürlich vor der Schwierigkeit, okay, wir müssen einen zweiten Teil machen. Zweiter Teil? Ist okay, machen wir, aber wie sollen wir das noch toppen? Und da haben sie jetzt quasi absichtlich ein anderes Spielprinzip aufgegriffen und genau das, finde ich, ist der richtige Weg gewesen. Was viele vielleicht von euch gar nicht wissen, für die Grafik wurde der FX-Chip gebraucht. Ja, also dasselbe wie in Starwing und so weiter, nur dass es halt hier nicht so auf diese Polygonberechnung benutzt wurde, sondern halt wirklich auf die Grafik. Und im Prinzip, ihr steuert nämlich nicht Mario, ihr steuert den Yoshi. Die meisten von euch werden das Spiel natürlich kennen. Aber dadurch waren halt ganz andere Spielmechaniken, weil der Yoshi, der frisst halt die Gegner, ne? Der legt in die Eier und mit den Eiern werft er die dann kaputt. Und ihr müsst halt den Baby Mario zum Levelende bringen. Ja, wunderschönes Spiel, macht sehr, sehr viel Spaß. Ich mag den Grafikstil sehr. Ich persönlich finde sogar das Spiel besser als den Vorgänger, aber das ist natürlich Geschmackssache, während halt Super Mario World natürlich eher so ein
so ein klassisches Mario quasi ist, nur natürlich hochgeputscht, ist das hier halt ein, so gesehen, eigenes Spiel. Es hat zwar Mario im Namen, aber es ist schon was Eigenes. Und das finde ich halt einfach nicht schlecht. Und natürlich diese grafische Gestaltung mit diesem Comic-Look und so weiter, das wird ja in Yoshi-Spielen heutzutage ja auch fortgeführt. Also jetzt das erschienene Spiel für die Switch mit dieser Crafted World, mit dieser Papp-Optik und so weiter, da haben wir halt hier so eine Comic-Optik und das ist einfach super gealtert. Also wenn man das heute noch spielt, wenn das heute so rausgekommen würde, vielleicht mit einer höheren Auflösung und sowas, klar, aber da würde jetzt keiner irgendwie sagen, oh, ist das Spiel hässlich oder ähnliches. Wunderbares Spiel mit verschiedenen Yoshis und auch verschiedene Spielweisen und alles, ne? Hier, man sieht, dass kleine Minispielchen mit da drin waren. Das Einzige, was nur bei dem Spiel wirklich extrem nervt, und ihr wisst wahrscheinlich schon, jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, worauf ich jetzt so ein bisschen hinaus will, ist da Baby Mario. Und zwar, wenn er getroffen wird, dann wird er quasi in so einer Blase, schwebt er hoch und er macht dann, sagen wir mal, sehr dezent darauf aufmerksam, dass er ihn vielleicht wieder einsammeln sollte. Und dieses Uah, Uah, Uah. Boah, das ist, glaube ich, wirklich hier in Bein und Mark gegangen und das ist wirklich sehr nervig. Das hätten sie vielleicht so vom Ton her etwas runterbrechen sollen, sage ich mal. Aber hey, wie man sieht, auch verschiedene Yoshi-Formen ist hier auf jeden Fall für sehr, sehr viel Abwechslung gesorgt. Und hier ist mal wieder, sie haben Special draufgeschrieben. Ja. Das halten sie hier auf jeden Fall. Wobei natürlich hier auch so das Grundkonzept von Club Nintendo, dass sie sich hier halt Level rausnehmen und dementsprechend dann erklären, hier, da müsst ihr das machen, da könnt ihr das machen und das bedeutet das und das. Daran kann man natürlich auch ein Spiel wirklich mit am besten erklären, ne? Also das ziehen sie durch und das ist auch gut so, würde ich sagen. Ja. Donkey Kong Country 2. Mensch, also die Ausgabe hier, die haut hier eine gute Sache nach der anderen rein. Für mich persönlich vielleicht der beste Donkey Kong Country Teil. Auch das ist natürlich Geschmackssache. Damals habe ich allerdings nur den ersten Teil gespielt, den zweiten und den dritten nicht. Der dritte, das ist ja fast schon so allgemeiner Konsens, dass der vielleicht so der schlechteste von den Teilen ist. Ich mag hier ganz gerne die Diddy Kong. Die spielt sich sehr, sehr elegant, weil die ja diesen Zopf hat und damit man halt so kurze Zeit schweben kann und so weiter. Sowas mag ich in solchen Spielen immer sehr, sehr gerne. Ja, was gibt es Neues? Diddy und Dixie gibt es Neues und ansonsten hat sie es natürlich schon relativ nah an den Vorgänger gehalten, aber das ist ja nichts Schlechtes, weil das Spiel war ja schon verdammt gut und es hat halt so etwas im Detail verbessert. Man hat da den anderen Spielcharakter, man hat wie immer natürlich die Tierbegleiter und so weiter. Und der grafische Stil, ich weiß gar nicht, ob der noch aufgebohrt wurde, aber es war ja eigentlich fast nicht nötig, sage ich mal. Also das Spiel, gut, diese vorgerenderte Optik, die hat natürlich einen gewissen Stil, den muss man mögen, muss man nicht mögen. Damals war es wirklich revolutionär, dass ein Spiel so gut aussehen konnte und das auch auf den Super Nintendo. Das war richtig, richtig krass und wie man sieht, ist hier alles sehr detailliert gestaltet und so weiter. Also da hat Rare was richtig, richtig Geiles rausgehauen, aber ja, nur 4 Seiten. Ich bin überrascht, aber hey, gut, reicht ja auch. Also hier wird im Prinzip nur mal kurz vorgestellt, hey, was gibt's Neues und eine kurze Übersicht, was für Welten es gibt und so weiter. Wunderschön, auch wenn man hier diesen Detail gerade sich anschaut, da wurde sich einfach Mühe gegeben. Ne? Ja, Secret of Evermore, das habe ich damals, glaube ich, sogar gespielt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also ich habe zumindest keine riesen Erinnerungen dran und ich scheue mich ja immer so ein bisschen dieser alten Nintendo RPGs für eine Super Nintendo etwas nachzuholen, auch so Tests zu machen, weil die einfach so ewig lange brauchen, bis man sich da reingefuchst hat und man da reingespielt hat. Ich finde den Stil aber nicht schlecht, weil der so allgemein etwas düster ist. Ich glaube, ich habe da mal reingespielt. Ich habe da reingespielt, oder? Habe ich da nicht einen Stream gemacht? Boah. Panda. Ich weiß gar nicht, ob ich das quasi gestreamt hatte oder einfach so reingespielt habe. Aber es ist halt, von der ganzen Aufmachung ist es halt ja, schon eher düsterer und ein bisschen erwachsenerer. Obwohl ihr natürlich, wie ihr seht, ihr habt den... Ich schreibe euch mal auch hier den Screenshot mal ran. Wie man sieht, ihr spielt halt wie immer das Kind natürlich oder den jungen Erwachsenen als Helden. Ist halt sehr, sehr schön, wobei das Kampfsystem war meiner Meinung nach, wenn ich das richtig im Kopf habe, halt direkt so eher so an Secret of Mana angelegt.
Und ihr hattet ja diesen Begleiterhund, glaube ich, ne? Der euch denn geholfen hat. Ich habe da echt keine riesen Erinnerung, aber wie ihr seht, hat das wirklich schon einen eher düsteren Stil und das gefällt mir eigentlich. Ich muss da auf jeden Fall mal Zeit investieren und da mal ein bisschen länger reinzuzocken. Waffentiming und sowas scheint wichtig zu sein. Natürlich diese Fenster, gute alte Ringmenü, ne? Das hat sie ja Secret of Mana reingebracht und wird natürlich auch entsprechend immer durchgezogen. Aber hey, never change a running system. Auch hier, wie sich der Begleiter verhalten soll, ob er eher aggressiv oder eher suchend heißt es da, sich verhalten soll, finde ich nicht verkehrt. Das war ja schon mal Secret of Mana. Da sieht man mal, wie sehr diese Secret of Mana Standards für dieses ganze Genre auf den Super Nintendo ja etabliert hat und das wird natürlich auch alles eingehalten, ne? Also finde ich schon eine schöne Sache auf jeden Fall. Ja, Tetris 2. Ja, ganz ehrlich, ob es das wirklich gebraucht hätte, ich weiß es nicht. Also Tetris ist ja schon eigentlich fast im Begriff des perfekten Spieles. Ich habe ja mal die Gameboy-Version getestet, aber ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen her. Und so ganz krass ehrlich gesagt sind meine Erinnerungen gar nicht. Ich meine, das war quasi Tetris nur mit Farben halt, ne? Also dass die Farben entsprechend auch eine Bedeutung haben und dass man die kombinieren musste. Ich bin mir aber gerade gar nicht, echt so gar nicht sicher. Aber da sieht man mal, wie wenig Eindruck das Spiel in mir, ne, hinterbracht hat. Aber ich meine, das waren halt nur, dass man halt die entsprechenden Farben kombinieren musste. Das war auf dem Gameboy natürlich, ja toll. Sie sagen hier Doppelschlag, NES und Gameboy. Gut, NES haben wir die Farben und bei Gameboy zeigen sie dann quasi eine Aufnahme von dem Super Gameboy, wo es auch in Farbe ist. Ja, wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen, auch das originale Schwarz-Weiß, sage ich mal, zu zeigen. Aber hey, ne, man muss ja nicht immer, das war wahrscheinlich dann einfacher für die zu capturen, nehme ich mal an, oder ähnliches, keine Ahnung. Ja, es gab dann halt sowas wie blinkende Blöcke und feste Blöcke und sowas, wo man quasi drumherum kombinieren muss. Ja, Kettenreaktion kann man machen und so weiter, bla bla. Aber ganz ehrlich, warum da dieser Tetris-Name für rausgeholt werden musste, okay, wahrscheinlich diese Art Puzzler mit verschiedenen runterfallenden Steinen und sowas. Man sieht hier, Dr. Mario ist also so gesehen eine Art, oder, Entschuldigung, Mario und Yoshi, bin ich jetzt gegen das Stativ gekommen, Gottes Willen. Ja. Ob es Tetris 2 ist, ich weiß es nicht. Die hatten wahrscheinlich die Namensrechte und ja, wir müssen irgendwie das Spiel vermarkten für dieses Puzzle-Spiel. Und hey, naja gut, ist okay, aber Tetris gefällt mir auch gerade wegen seiner Einfachheit einfach besser. Jetzt haben wir hier Missile Command für den Game Boy. Ja, Missile Command ist doch so ein alter Arcade-Klassiker aus den 80ern, ne? Wo man hier dann quasi diese herunterkommenden Raketen dann quasi abschießen muss. Ah, okay, Arcade-Classic, okay. Ich sollte vielleicht nicht nur hier den einen Titel lesen. Ja, das war natürlich auch immer sehr beliebt, so quasi alte Arcade-Spiele für den Gameboy quasi zu verwursten. Bietet sich ja auch an, der Gameboy hat zwar nicht so unbedingt die große Leistung, aber kann sowas natürlich ganz gut darstellen. Ja, Missile Command und ja, Asteroid scheint dabei gewesen zu sein. Ja, Missile Command, wie gesagt, da habt ihr diese festen Schieß- oder Flak-Stationen, keine Ahnung, wie man die großartig nennen will. Und es kommen halt hier diese Raketen runter, das seht ihr an diesen Strichen, und die müsst ihr halt dann abschießen. Asteroids dürften auch die meisten kennen. Ihr fliegt halt mit dem Schiff quasi auf einem Bildschirm rum und müssen halt Asteroiden, wie der Name schon sagt, abballern und die werden halt, die zerteilen sich dann. Also wenn ihr einen großen Asteroid habt und ihr den kaputt schießt, dann kommen da zwei kleine raus und so weiter und so weiter. Hier müsst ihr natürlich auch ein bisschen mit dem Schub arbeiten und auch mal entgegensteuern und gegenbremsen und so weiter. Ja, ganz ehrlich, ich persönlich habe nie diese Faszination dieser sehr, sehr einfachen Arcade-Titel dieser frühen, irgendwie, weiß nicht, also das, ich bin da vielleicht die Generation danach, die sind mir so auf Dauer zu einfach irgendwie. Aber okay, gut, sowas gab es natürlich auch. Ja, Mickey Mouse 5 Zauberstäbe. Ha, ganz ehrlich, da habe ich das noch nie gespielt. Das scheint aber wie so ein typischer Action-Puzzler zu sein, der mit Mickey Mouse an sich wie immer nichts zu tun hat. Ja, ne? Da werde ich sicherlich irgendwann mal drüber stolpern, irgendwann mal reinspielen, aber groß was dazu sagen kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich.
Ja, ich schätze mal, man muss den Zauberstab irgendwie Blöcke hin und her zaubern, nehme ich mal fast an, aber keine Gewehr. Also hör mal, wir sind in den 90ern. Fukuhila ist eindeutig noch angesagt, würde ich sagen. Ne? Sehr schön. Ja, jetzt hat er das eine Gesicht fokussiert, es wird da irgendwie viel zu hell. Mal gucken. Ich hoffe, es geht jetzt trotzdem mit der Belichtung. Gut. Das alte Gesichtserkennungsproblem, ich hätte das natürlich vielleicht aufstellen sollen für diese Folge, aber hey, Technikprofi Panda, hey. Das ist typische Tipps und Tricks. Kid Clown in Crazy Chase, Uni-Ready, Legend of Zelda. Jo, passt. Haben wir das Poster, Asterix und Obelix. Jo. Hat man schon schlimmere Poster, würde ich sagen. Ach, Hotline. Fragen zu eurem Lieblingsspiel, dann ruft die an, die Hotline. Gibt es die Hotline eigentlich heutzutage immer noch? Wahrscheinlich nicht, ne? In Zeiten des Internets, da guckt man schnell auf YouTube oder Google und kriegt man kostenfrei und schneller wahrscheinlich die besten Antworten. Aber es ist mal schön, dass sie hier so ein Best-of quasi sagen, was wahrscheinlich oft gefragt wurde oder ähnliches. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Two Lies, Pac-Man 2. Alles vernünftige Spiele. Ja, Asterix und Obelix ist auf jeden Fall so ein sehr schöner, solides Spiel auf jeden Fall. Ein Plattformer habe ich ja von den, da gibt es auch noch einen Nachfolger von, habe ich schon bei beiden Tests gemacht. Das orientiert sich, wie das richtig im Kopf habe, ach nee, gar nicht, Asterix und Obelix, das ist schon der zweite Teil. Der erste Teil war nur Asterix, glaube ich. Orientiert sich natürlich so eher so an Super Mario, also dieser klassischen Plattformer-Folge oder Regel. Begebenheiten, so, mein Gott. Manchmal kriege ich mich nicht auf die richtigen Worte, entschuldigt bitte. Ja, macht sehr viel Spaß, ist sehr abwechslungsreich, hat sehr abwechslungsreiche Level. Man reist dann durch die Welt. Hier Helvetien hat man glaube ich auch, wo man quasi auch über Schneeberge kommt, wenn ich das richtig im Kopf habe, über den Fluss und so weiter. Sehr abwechslungsreich, macht Spaß auf jeden Fall. Ist ein durchaus solider, leicht überschnittlicher Plattformer, also zum besten reicht es natürlich nicht ganz, also im Sinne von Mario und so weiter, aber ist durchaus kompetent, was es umsetzt, sage ich mal. Ja, Donkey Kong Land, da scheint aber jetzt eher so nicht in Richtung Erstvorstellung zu gehen, genauso wie hier bei Asterix und Obelix, sondern eher so von wegen hier, das sind die Level und so könnt ihr navigieren. Ja, bei Donkey Kong Land, da scheinen sich ja die Geister so ein bisschen. Ich finde, dieser Stil vom Super Nintendo wurde versucht, hier auf den Game Boy zu portieren, mit dieser vorgerenderten Grafik. Aber das wird sehr, sehr schnell sehr krümelig auf den Game Boy. Also da hätten sie sich vielleicht nicht ganz so sehr an den Stil halten sollen. Der dritte Teil, ist etwas besser, da habe ich auch schon einen Test zu gemacht, da ist das nicht ganz so krümelig, da haben sie sich bewusst dazu entschieden, so ein bisschen weniger Details einzubauen und genau das war eigentlich auch die richtige Entscheidung. Hier wurde einfach zu viel versucht, sage ich mal, ne? Und das bekommt halt diesen krümeligen Bildschirm nicht sehr gut. Wie man hier sieht, jetzt mal nur mal als Beispiel, diesen Screenshot hier, ne? Hier, bop, bop, bop. Seht ihr auf den ersten Blick, wo der Held ist? Nicht unbedingt, oder? Das ist irgendwie so dunkel in dunkel in dunkel und ein Spiel muss halt schnell lesbar sein, finde ich. Ja, Special, man spricht Sigil, das scheint hier Secret of Evermore noch ein bisschen zu sein. Ach, mit den Entwicklern wahrscheinlich ein kurzes Interview. Gar nicht so verkehrt. Die haben gar keinen Comic dazu gehabt, ne? Gab's die hier? Sag bloß die Comics, die kamen raus. Okay, hier von wegen, ich möchte hier gerne abonnieren. Wie teuer war das denn damals? Haben wir hier irgendwie sowas? Ja, man muss es natürlich ab 18 sein. Ihr habt die Macht. Ah, hier. 29,95 Euro, 3 D-Mark natürlich, nicht Euro, Gottes Willen. Man ist schon so ein Euro eingetaktik. 3 Mark Nachnamegebühr, aber man bekommt die Donkey Kong Jams natürlich cool mit Z geschrieben, ne? Weil 90er bekommt man dazu und 6 Ausgaben Club Nintendo. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Jahresabo, dann, ne? Abspielbar auf jedem CD-Player, ne? Ist wichtig. Eine Audio-CD, die abspielbar ist auf jedem CD-Player. Der im zweimonatlichen Rhythmus erschien das denn damals. Ja,
für 30 Mark ging es eigentlich noch, ne? Aber damals hat man es ja noch, also ganz, ganz früh hat man es ja noch kostenlos bekommen. Ja, schöne, selbstgezeichnete, viele Kirbys. Durchaus einige kompetente Stücke dabei, sage ich mal. Ja, Kirby's Dream Land 2. Ich weiß noch nicht, wann diese Folge hier erscheint. Das habe ich auch jetzt letztens erst gespielt und einen Test dazu gemacht. Scheint auch wieder keine Erstvorstellung zu sein, weil das ist ja schon die zweite Welt hier. Finde ich ein sehr, sehr schönes Spiel. Also Kirby's Dream Land 1 ist ja schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Natürlich dieser typische Kirby-Charme und so weiter, der ist natürlich klasse. Das muss ich euch nicht erzählen. Aber das nimmt quasi dieses Spielprinzip und verfeinert das noch etwas. Also im ersten Teil, das war wirklich nur auf die Basics beschränkt und erstens im NES-Teil, Kirby's Adventure hieß es, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, da gab es ja solche Sachen wie zum Beispiel Kirby saugt die Gegner ein und übernimmt die Fähigkeiten. Das wurde dann auch hier eingeführt und was natürlich hier noch als besonders, hier sieht man es auch an den verschiedenen Figuren, ist, dass ihr auch teilweise quasi als Power-Ups diese Tierhelfer bekommen habt. Wenn ihr den natürlich ein bisschen getroffen wurdet, dann habt ihr die verloren. Aber zum Beispiel hier könnt ihr dann halt durch die Level fliegen mit dem Vogel oder mit der Eule ist es wahrscheinlich. Oder halt besser schwimmen mit dem Fisch. Und die befindet ihr quasi in einer bestimmten Welt. Und wenn diese Welt natürlich zum Beispiel eher wasserorientiert ist, dann findet ihr da logischerweise den Fisch und könnt es damit dann halt einfacher lösen. Finde ich eine schöne Idee. Setzt überall noch ein bisschen was drauf. Ist wirklich einer der besten Plattformer für das System. Eindeutig. Da gibt es aber, glaube ich, keine zwei Meinungen. Aber hey, wir haben doch einen Comic. Das haben sie hier zum Schluss versteckt anscheinend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber hey. Wie immer, Marios Picross ist das Thema. Ihr könnt die Pause-Taste drücken, wenn es euch interessiert und ihr es lesen wollt. Haben wir. Und dann noch die zweite Seite. Habt ihr schön gelesen? Sehr schön. Wie immer, grafischer Stil finde ich sehr schön. Ach, und hier haben wir natürlich Marios Picross. Finde ich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich glaube, es gab ja schon mal eine Club Nintendo Ausgabe, was das als Titelthema hatte. Finde ich ein sehr, 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 sehr interessantes Puzzlespiel. Ich war ja damals oder schon, ich war lange immer so ein bisschen abgeschreckt, weil auf den ersten Blick sieht das so komplex aus. Ne? Da stehen so viele Zahlen, dann hat man hier irgendwelche Reihen und so weiter. Wenn man sich aber mal mit diesen Mechaniken beschäftigt und sich da so ein bisschen reinfuchst, sage ich mal, dann ist das echt ein anspruchsvolles und befriedigendes Puzzlespiel, was mal nicht von ist nach Motto Blöcke kombinieren oder Blöcke fallen runter und ihr müsst so kombinieren und verschiedene Farben und so weiter. Das ist mal was angenehm anderes und dass das gemacht wurde, ist echt schön. Ha, hier haben sie noch Illusion of Time, sehr, sehr schönes Spiel. Das hatte ich damals sogar, fand ich sehr interessant, weil ihr auch da diese drei verschiedenen Figuren habt und so weiter. Habe ich damals aber nicht durchgespielt. Eigentlich schade, weil das von der Grundthematik und sowas ist das gar nicht so schlecht, weil das ja auch so diese realweltlichen Vorlagen hat. Ne? Also es gibt so die Maya-Stadt und so weiter. Das war halt schon mal nicht schlecht, dass das natürlich schon so gesehen eine Fantasy-Welt ist, aber natürlich von der realen Welt inspiriert. Und das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, Asterix und Obelix, die Super Nintendo-Version, die habe ich nicht gespielt, aber ich schätze mal, die wird ähnlich kompetent sein wie die Gameboy-Version, nehme ich mal an. Also hier zum Schluss, das scheint hier eher so ein bisschen die Tipps- und Tricks-Abteilung zu sein. Auch wenn sie es nicht so genannt haben, aber hier ist eine Komplettlösung, weil hier im Höhlenlabyrinth sagen sie hier, da und da muss lang. Im Zweifel werden das wahrscheinlich sogar Auszüge aus dem Spieleberater damals gewesen sein, gehe ich mal von aus. Und hier quasi so ähnlich hier. Es ist ein bisschen Showcase, ne? Von wegen, hey, so könnt ihr es lösen. Und natürlich die, die das Spiel nicht haben, hey, guckt mal, was euch hier Tolles erwartet. Ne? Wunderbar. Dann sind wir schon fast zum Schluss, würde ich sagen. Profi-Check, ja. Lieber Markus, du guckst da sehr, sehr motiviert. Leser-Charts, Link's Awakening, Game Boy, Donkey Kong Land, ne, Kirby's Dream Land 2, Wario Land, sehr schön, Mystic Quest, hält sich seit Jahren, ne? Wenn man bedenkt, dass das ja eines dieser ganz frühen Titel war, hält sich sehr solide. Donkey Kong, Marios Picross, Asterix und Obelix, Super Mario Land, kein Super Mario Land 2? Da bin ich jetzt etwas verwirrt, weil das ist für mich persönlich so das beste Game-Plattformer-Spiel, aber hey. Ja, Super Nintendo, gleich natürlich Yoshi's World, dann Donkey Kong Country, Legend of Zelda, Secret of Mana, Illusion of Time, Super Mario Kart.
Asterix und Obelix, dann erst Super Metroid, Earthworm Jim und die Schlümpfe. Ja gut, also Super Metroid müsste jetzt meiner Meinung nach jedenfalls über Asterix und Obelix sein, aber hey, wie neutral das ist und so weiter. Manchmal stürzen diese Leute sich wahrscheinlich auch einfach auf die neuen Sachen, ne? Ja, und dann Kreuzworträtsel. Und dann sind wir durch, würde ich sagen. Hier nochmal Donkey Kong Land als Anzeige. Und dann sind wir schon wieder durch. Das war die Ausgabe 595 vom Oktober. Wie immer war es mir ein Fest, mit euch dieses Magazin durchzublättern und so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!